Ja, jetzt kommen wir zum Krapfentag. Da wohne ich jetzt ein bisschen heißes Wasser mit 2 Kaffeelöffeln Salz verriecht, weil das sich Salz nachher so schön auflöst. Und ich mache einen Tag alleweil, seit ich die Küchenmaschine mit der Küchenmaschine. Und zwar jetzt das Roggenmehl innen, da gieße ich jetzt das heiße Wasser mit dem aufgelösten Salz dazu. Und nachher noch zusätzlich das lauwarme Wasser, wie viel könnt ihr auf der Rezeptliste schauen. Und nachher schalte ich das Eismaschinen und dann lasse ich das ganz zu einem schönen geschmeidigen Teig verarbeiten. Und wenn das fertig ist, auf melde ich mich wieder und zeige euch, wie es weitergeht. Ja, ich habe den Tag rausgetan, wenn ein bisschen aufgeteilt in 3 Teile. Und jetzt rolle ich den Tag in ungefähr 3 cm Durchmesser rollen. Zuerst ein bisschen durchkneten, nicht zu viel mehr nehmen. Der muss so passen. Ich tue es einfach auf mein Arbeitsblatt. Auswalken tut man einen Tag oft dann aber nicht mit Roggenmehl. Das tut man mit Wurzelmehl. Ich habe ein bisschen mehr gemacht, die tun wir auf den Blättern eingefrieren. Fichtiger, weil das geht gut zwischen Backpapierblättern, was man sich zuschneidet. Und das könnt ihr da einfach, wenn der Tag so schön ist wie der da, braucht man nicht einmal ein Mehl. Da kann man auch so schön ausrollen. Und das tut man jetzt in ein Geschirrtüchel einschlagen. Und lasse das Ganze eine halbe Stunde rosten. Und dabei kann man die Fill machen. Und bei der Fill habe ich von der Bayerin gelernt, das hat mir so gut gefallen, die hat alles durch den Fleischwolf durchlassen. Das war mir so geschmeidig nachher, die Masse, und das habe ich mir jetzt eigentlich auch beibehalten. Ich tue alles durch den Fleischwolf durch, einen Ziegen, einen Graukäse, und die Erdäpfel aus einem Schnittlauch und einem Topfen natürlich. Und das lasse ich jetzt eine halbe Stunde rosten. Und jetzt kümmere ich mich um die Fülle. Ich habe die Erdäpfel jetzt gekocht, jetzt geschält, mit der Schale gekocht. Und jetzt tue ich das gerade grob zerkleinern und lasse das alles mischt mit Graukäse, Ziegen, alles, was ich da so habe. Das stampfe ich da ein und dann Zwiebel und das lasse ich alles durch. Also Erdäpfel, Graukäse, Ziegen und ein Zwiebel. Das lasse ich durch den Fleischwolf und alles andere, Topfen, Schnittlauch und natürlich die Gewürze, das tue ich nachher mit den Händen untermischen. So schaut das halt aus jetzt und ich gebe jetzt da dazu in diese Masse ein Topfen, ein Schnittlauch und natürlich Salz und Pfeffer nach Geschmack. Und wenn die, so ist die Masse so schön fein, das kriege ich mit der Kartoffelpresse nie so schön geschmeidig hin. Und vor allem der Zwiebel und auch der Graukäse, ich mag es halt so am liebsten. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn man das einfach mit der Kartoffelpresse macht und alles ganz schön klar schneidet. Und nachher mit einem ganz kochenden heißen Wasser mit den Händchen durchknetet, dass es eine schöne, sämige Masse wird. Ich werde es jetzt auch händisch machen und nachher zeige ich zum Schluss, wie die Masse ausschaut. So, jetzt habe ich alle Zutaten eingetan und jetzt nehme ich noch ein bisschen siedheißes Wasser und da wird die Fülle ganz schön sämig. Und die knete ich jetzt mit den Handschuhen ganz gut durch, also da innen nun jetzt noch dazugeben. Ein Topfen mit Salz und Pfeffer und ein Schnittlauch, der darf überhaupt nicht fallen. Das ist ganz wichtig. Ich bin halt ohne, die was die Krapfen ohne Ziegen überhaupt nicht mag. Es gibt ein paar, die mögen keinen Graukäse rein, die machen nur einen Topfenfüll. Bei mir muss das ein bisschen geschmackig sein und das geht halt nur mit Ziegen und mit Graukäse. Und nichts da salzen, die Geschmack einfach, es soll gut sein. Pfeffer, Salz, aber nicht salzscharf. Ein bisschen zu mir sämig ist immer noch, das heißt, ich gebe noch ein bisschen heißes Wasser rein. Sie soll wirklich ganz schön sämig sein. Und das erreiche ich durch das heiße Wasser. Und wenn es auf die Spatel noch
viel übrig habe, ich mache aber genug Gefühl. Die Zutaten kriegst du natürlich wieder auf dann eingeblendet. Zum Schluss, genau. Und wenn man viel übrig hat, kann man da noch ein Zirkel davon machen. Aber wenn die Füll nicht sämig ist, dann streicht man sie nicht so gut auf. Also so schaut sie bei mir aus. Jetzt muss sie nachher nur noch gut schmecken, das heißt abschmecken. Also wenn man gut durchknetet hat, ich tue alle eine Hand sauber lassen, damit ich eine knete. Und nachher kann ich kosten, ob sie schmeckt. Gut, aber sie ist mir zu zweit geschafft. Und jetzt mache ich sie fertig, würze mir sie gut und danach hören wir es wieder. Jetzt habe ich die Füll gemacht, jetzt habe ich die Rollen aufgetan, jetzt schneide ich mir da einen Zentimeter breite Sticklache vorzu. Und so hole ich aber meinen Geschirrtücher zu. Jetzt hat man halt die Nadel geklärt. Und jetzt muss man die Krapfen auf viel Mehl dünn auswolken, dass sie nicht zusammenpicken. Und nachher muss man das Mehl natürlich mit einem Mehlbesen ankriegen. Ich tue allem zuerst, drücke mir das schön so rund her und tue direkt auf dem Mehl um versuchen, rund auszuwolken. Allem von der Mitte raus und schön dran, aber wieder hin und her dran. Ich tue es jetzt alle so auswolken, mit viel Mehl liegen lassen und oft dann, bevor ich sie fülle, tue ich einfach das Mehl ankriegen mit einem Mehlbesen. Und das mache ich jetzt ein paar. Ich mache heute alle gar und früh mache ich oft ein. Wenn man eingefriert, oft dann muss man alle dazwischen Backpapier, das muss man sich kriechgross zuschneiden und oft alle wieder auf dem Backpapier und Backpapier und ein Blättel dazwischen. So, und jetzt los ist wieder und wenn ich beim Film bin, melde ich mich mehr bei euch. Und die Blätter, die wir jetzt da drin haben, da rennen, die haben jetzt alle voll Mehl und die tut mir jetzt mit Mehlbesen okay. Auf beide Seiten. So, und jetzt nimmt man eine Fülle mit der Spachtel, tut die da drauf. Und dann habe ich gelernt, dass man da soll mit dem Wasser, das hat Maßnadel gesagt, im Wasser ein bisschen bestreichen, dass sie ganz gut zupicken und nichts rausrennt. Auf ganz fest zusammendrücken, dass sie ja nichts rausrennt. Und so legen mache ich. Vorbereitet auf ein Papier drauf, auf ein Backpapier drauf, machen alle fertig und nachher werden sie ihn rausbacken. Jetzt habe ich einmal ein Blech voll gemacht, vorne ganz links und einen riesengroßen. Und sobald ich alle gefüllt habe, was ich brauche, zeige ich oft noch, wie man sie rausbacken muss. So eine Butterschmalz in die Pfanne reingeben. Und wenn das schön heiß ist, lege ich nachher die Krapfen ein und tue sie goldgelb auf beide Seiten rausbacken. So, und jetzt habe ich das Butterschmalz erhitzt und die Krapfen eingelegt. Und nebenbei noch ein paar, nur mit der Fülle, weil es wisst ihr, es gibt auch viele kleine Kinder, wie in so ganz kleine, die Suche, die mag lieber das. Und jetzt schön auf beiden Seiten goldgelb auspacken. Und nachher tue ich sie natürlich auf ein Blatt drauf und bei 50 Grad im Backrohr warm halten, dass wir alle jetzt gleich essen können. Und jetzt habe ich die echten 3,50, den mega großen vor mir. Und essen kann man die jetzt mit der Suppe, wie es mir dann mit der Gerst oder Kiebelmilch dazu trinken. Und der andere gießen einen Rahm drüber, ganz wurscht, wie es mögt. Jedenfalls freuen wir uns jetzt schon auf unsere Zillachtaler Krapfen. Mahlzeit!